Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie und wo ihr Minecraft-Welten, Texture-Packs und auch Shader runterladen könnt und natürlich dann auch in Minecraft reinladen könnt. Ich benutze dafür die Addison-App, die ich hier habe. Und die öffnen wir jetzt einfach mal. Natürlich ist auch dazu der Link in der Videobeschreibung. So, und hier seht ihr ja schon, gibt es ganz viele verschiedene Welten. Zum Beispiel hier so eine Castle Adventure. Oder hier so ein Texture Pack, dass es hier einfach sowas gibt. Oder hier ein Texture Pack für Fast Food. Oder auch mal eine Map. Und ja, wenn ich mal auf Suchen gehe, sieht man hier Shader, Lucky Block, Skins gibt es hier auch. City, Parkour. Und auch Gun, also es gibt hier ganz viele verschiedene Sachen und die könnt ihr halt runterladen. Und das geht ganz einfach, zum Beispiel ihr sucht euch was aus, was ihr haben wollt, zum Beispiel, was wollen wir denn mal nehmen? Nehmen wir mal dieses Epic Castle Adventure. Dann öffnen wir das, also drücken wir auf Get, so, und dann ist es hier runtergeladen. Jetzt auf Open. Und schon habt ihr bei mir zumindest, das ist jetzt bei iPhone, könnt ihr auswählen, wo ihr es hinhaben wollt. Und hier könnt ihr es direkt in Minecraft laden. Dann öffnet sich Minecraft. Und dann wird gleich noch der Import geladen, gestartet. Wie hier oben jetzt steht. Level Import gestartet. Level Import abgeschlossen, beziehungsweise erfolgreich abgeschlossen und ihr habt sie hier. Die können wir auch öffnen und dann auch spielen. Genauso auch mit Shadern, das kann ich euch gleich auch noch zeigen. Und auch bei Texture Packs ist das so. Ich zeige euch, glaube ich, gleich noch ein Texture Pack und ein Shader. Obwohl die gleich funktionieren, deswegen schaue ich mal. Und da ist die Welt erstellt. Und ihr könnt euch jetzt hier in dieser Welt spielen und auch selbst bauen. Also, ja. Dann gehen wir aus Minecraft wieder in die App. Hier können wir jetzt mal nach einem Texture Pack suchen, was wir nutzen wollen. Wir können mal das hier nehmen. Das laden wir dann einfach mal runter. Wir schließen die Werbung wieder. Installieren und wir gehen auf Minecraft. Schon öffnet sich wieder Minecraft. Und dann wird auch gleich direkt der Import gestartet. Import wurde gestartet. Und wurde erfolgreich importiert. Das heißt, wir gehen auf Einstellungen. Globale Ressourcen und wählen das aus. Aktivieren das und hier ist es jetzt drin. Das heißt, wir gehen jetzt aus Einstellungen raus, dann werden die geladen, aufspielen und jetzt müssen wir, ich erstelle jetzt mal eine neue Welt, das könnten wir auch in einer anderen Welt machen, aber gut. Das heißt, wir machen Creative, meine Welt, alles normal und jetzt gehe ich hier auf Ressourcen. Meine Packs und wir fügen das hier dazu. Wir erstellen die Welt. Und dann können wir gleich in der Welt mit diesem Ressourcenpack spielen. Genauso geht das auch mit diesem Autocomplete Left. Das müsst ihr dann in dieses Suchen eingeben. Und dann einfach runterladen. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Gehe auf Rüstungen und hier sind die verschiedenen Rüstungen. Die ehrlich gesagt richtig cool aussehen. Gucken. Okay, also schlecht finde ich das nicht. Okay, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, like doch gerne und abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und das soll es dann auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.